Hallo Leute, es freut uns, dass ihr wieder zuschaut. Wieder mal einer von diesen Designer-Kartons. Graue Pappe, blaue Schrift. Die Rückseite. Und wie ihr schon erkannt habt, ist das ein Paket von Bluebricks. Und zwar die Western-Büffelherde. 560 Teile für 27,95. Trägt die Nummer 45 17. So. Dann wollen wir mal schauen. Auf vielfachen Wunsch einiger Zuschauer baut ihr auch die Büffelherde auf. Und dann wieder. Baut ihr auch die Büffelherde auf. Dann habe ich gesagt, wir bauen die Büffelherde auf. Genau. Tüten, eine 16x16er. Ja, dann hau mal rein. Ja. Falls du größere brauchst, hast du noch ein paar. Mal gucken. Sachen für die Kleinigkeiten im Leben. Ja, das Rascheln lässt sich jetzt hier beim Auspacken nicht vermeiden. Meistens über das Rascheln beschweren sich die, die dann bei anderen Kanälen stundenlang das Geraschele zuhören, die nichts anderes machen als rascheln. Ne, ja, die hier. Ach, die will auch haben. Und die hier. So. Haben wir noch? Du hast da so Wasser schon am Stein und so ein für deine Bodenplatte. Vielen Dank, was du sagst. So, das ist 8. So. Dann wollen wir mal anfangen, ne? Das braucht noch ein bisschen. Ich raffle noch ein paar Stunden. So. Hui, zwei Packungen. Jetzt kriegt hier irgendeiner eine Packung. Ja, ist bald soweit. War eine ganz gewaltige. So.
Rascheln hat ein Ende. Was glaubst du? So, wir haben hier dieses wunderschöne Sandteil fertig. Ja. Das ist zu gebrauchen. Hier diese RTL-Antenne, die ist nicht zu gebrauchen. Ja, die wabert rum wie ein... Naja, keine bösen Worte um die Uhrzeit. Ansonsten, die Bestückung da, die ist okay. Nur die Platte ist zu klein. Kann man aber eben halt übertragen auf eine andere Fläche. Dieser Berg ist okay und die Erkennungsflasche von dem Designer ist auch gut. Ja, dann haben wir hier so einen Rinderkopf. Der ist ja das, so eine normale Kaktee. Ja, also was das soll, das ist mehr. Ich habe so aufgebaut, wie es im Plan ist. Jedes Teil sitzt genau an der richtigen Stelle. So, in der Zwischenzeit hat Clemmy schlimme Sachen gemacht. Ja. Der hat an Bisons rumgefummelt. Wir haben ein paar Bisons zusammengebastelt. Wir haben sie nicht drauf getan, damit ihr das Ganze hier in Ruhe sehen könnt. Mit Licht sogar auch besser. Ja. Sieht wundervoll aus. Also schön ist es, da gibt es nichts. Klemmkraft ist auch okay. Bis auf die Wackelantenne. Ist bestimmt von einem Manta. Und ja. Clemmy, walte deines Amtes. So. Es ist was über. Genau, erstmal die Formalitäten. Hier sind ein paar Kleinigkeiten übrig. Nichts Weltbewegendes. An der blauen Stange sieht man, dass es wieder Bügelperlen zu klemmen gab. Noch eins vorneweg. Einen Plan gibt es nicht dazu. Den müsst ihr euch als PDF bei Bluebricks runterziehen. Ist aber kein Ding.
So, weiter im Takt. Ist auch eine gute Idee, falls er nur Büffel braucht und Rest nicht. Ja. Das sind Standardteile, also nichts Weltbewegendes dabei. Das sind 9 verschiedene Büffel. Die kann zählen. Der Grundbüffel wird immer ganz genauso aufgebaut von den 7 Büffeln. Der kleine wird ein bisschen anders aufgebaut und der große auch. Ansonsten zeige ich euch erstmal hier ein exemplarisches Teil. Der Kopf gibt es in 2 Varianten. Einmal hochgucken, einmal runterschauen. Das ist jetzt der Kopf. Und oben drüber nochmal der andere Kopf. Geil gemacht. Sehen toll aus. Auch die verschiedenen Farben finde ich klasse. Ja, ist hell. Ja. Gut umgesetzt. Dann gibt es hier das ganz, 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 ganz großes Büffelchen. Ja, ohne Hörner. Ja. Hat noch keine. Ja, der kriegt von mir welche, was man hat. Und dann The Big Boss. El Chefe. Der sieht richtig gigantisch aus. Das ist ein Riesenklotz. Der hat auch bestimmt Teile von 2-3 Büffeln drin. Das ist gut gemacht. Ein bisschen kompliziert mit den Bügelperlen. Also der Kopf ist fest, weil das von der Bügelperle zusammengehalten wird. Kopf und Dings geht aber. Ja. Das sind wirklich schöne Exemplare. Ich hänge auch mal ein paar Bilder von den einzelnen Büffeln dran, beziehungsweise von gruppenweisen Büffeln. Oh, damit kannst du sogar werfen. Der ist stabil. Ja, wenn der dich erwischt, du, dann hast du aber auch erstmal ein paar Minuten zum Nachdenken. Da fühlst du, als hätte ich Büffel an der Wand. Ja, genau. Wobei ich jetzt mal sagen würde, den ganzen Büffel auf der kleinen Platte wird eng. Ja. Würde ich nicht machen. Nee, ja gut, okay, wenn das einer irgendwie dann das Indianerdorf dann so ein bisschen in die Ecke, wenn es mal irgendwann kommt. Ja. So als Diorama irgendwo hinstellen, wo man Büffel ja, dann ist mag, okay. Ist wenn man das ein bisschen aufteilt oder ein, zwei Büffel weglässt, dann ist es gar noch schöner. Oder die hinterher rennen lassen. Einfach eine Platte hinterher machen nochmal oder so ein Stückchen erweitern. Passt, sitzt, wackelt und hat Luft. Ja. Dann machst du da noch die Bilder dran. Genau. Und ja, den tust du aber dann vor der, tust du jetzt rein. Jetzt an dieser Stelle. Ja. Denn dann würde ich doch mal sagen, wenn euch das Video und die Vorstellung gefallen hat, Daumen hoch, abonniert uns. Ja. Dann würde ich doch mal sagen, das war's für heute. Und wir verabschieden uns mit baut schöne Sachen. Habt einen schönen Tag. Lest was Lustiges. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.